Altair. Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier, nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor zu aktuellerem Gedächtnisabschnitten. Oh shit! Ja, da oben kann ich nicht hin. Attacke! Nein, alle tot. Wir müssen rein in den Kampf. Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten, aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Mach Platz. Muss Templer töten. Gnädige Frau. Mehrwegschalter. Versteckt die Klinge, Fäuste, Wurfmesser, Schwert. Wählen Sie Ihr Schwert. Halte dabei still. Warte. Ah, das ist Kontern. Ah. Ah, okay. Komm her. Komm. Ah. 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 Ich hab ihn geschubst. Ja. Stirb, du Drecksack. Oh, scheiße, ich wollte, ich tue. Ihr gebt den Weg frei! Und jetzt du! Aua! Gib den Weg frei! Gib den Weg frei! Howdy! Aua!
Komm schon. Na. Wie ein echter Assassine das macht. Gib den Weg frei. Ich gehe über die Dächer. Da ist weniger los. Ah! What the hell? Ah. Ah. What the hell, Alter? What the fuck? Das wäre das hier, das ich. Komm da, fuck da! Oh, Alter, was geht hier ab? Gib den Weg frei! Bring den da runter! Boah, den hätte ich beinahe gegriffen, ey. Au! Gedächtnisabschnitten. Dafür habe ich jetzt alle abgeschlachtet. Der sieht doch vor etwas. Okay, Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Alles klar. Gib den Weg frei! Was bringt ihn dazu, das zu tun? Digga, diese random Sprüche immer. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Gott erbarme dich, er ist verrückt. Ah, Digga! Geht auf diese Plattform. Kann ich mehr. Gott erbarme dich, er ist verrückt. Was ihr gestohlen habt. Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel. Ich versichere euch, es ist kein Spiel. So sei es. Bringt mir die Geisel. Nein! Euer Dorf liegt in Ruinen. Und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange, bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem tumben Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Requiesce! Catepace! Mein Bein! Still! Oder die Templer werden uns hören. Oh, shit! Ich bleibe zurück und kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Alles klar. Sind wir daneben gesprungen. Heftiger Typ, Alter. Ah, mein Bein! Bin ich so geil, Alter. Das Game hat jetzt schon mehr Bock als die neuen Assassin's Creed Teile, Alter. Es ist einfach so witzig. Was ist mit ihm? Ist er verrückt? Weißt du, welche random Mates? Klettern. Ups. So, hier hoch, zack. Höp. Höp. So, hier hoch. Höp. Schafft er das? Ja, natürlich. Ja, aber du. Und hier hoch. Assassino! Assassino! So. Thank you.
Ihr habt es geschafft, Robert von hier zu vertreiben. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden, direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Altair. Damn! Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon 1-2 Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe. Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. Ja, Desmond, nicht Miles. Ich glaube, der hieß Desmond Miles, ne? Mich nicht täusche. Also. Irgendwie hatte ich Miles Morales im Kopf, aber das war ja Spider-Man. So. Kann ich die belauschen? Kann ich irgendwas anklicken oder so? Abstergo. Kann ich nicht ein bisschen schneller gehen? Fuck. Kamerad, so richtig Bock. Womit kann ich hier integrieren? Die Tür? Hallo. Ich mag es gar nicht, wenn Sie von den Gefangenen meine Autorität in Frage stellen. Es gibt ein Wort dafür. Ich glaube, man nennt es Insubordination. Und ich mag es nicht, wenn Sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Dafür gibt es auch ein Wort. Dumm. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht. Aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Lila enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verätschen. Wenn Sie ihn zu hart rannehmen, wird er zumachen. Und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden.
Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Fein. Aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. Ich habe gar nichts gehört. Kann ich auf Toilette gehen? Natürlich nicht. Duschen? Auch nicht. Hinlegen kann ich mich auch nicht. Ein Buch lesen? Natürlich nicht. Und ich wollte so gerne ein Buch lesen. Alter. Warum springt die Kamera immer hinter hinten? Das geht mir auf den Sack. Das geht auch nicht. Ups. Wir sind weg. Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich schlage vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Oha, warum guckt sie so angespannt? Ihre Augen. Ey, Schnecke. Ich bin eine Assassine. Wie wär's? Ich hab nicht viele Freunde. Sollen wir ausgehen? Boah, Alter, er geht ins Licht. Können wir nicht reden? Aha, jetzt kann ich mit dir reden. Also sind Sie wirklich ein Assassine? Alter. So wie Altair? Ja und nein. Wie bitte? Ich sollte einer werden, aber ich floh von der Farm, als ich 16 war. Farm? Ja, so hieß der Ort, an dem ich aufwuchs. Die Farm. Wie Masyaf, nur nicht ganz so unheimlich. Eine kleine Gemeinde irgendwo in der Mitte von nirgendwo. Ungefähr 30 von uns, nicht polizeilich erfasst. Warum? Ich hielt meine Eltern für ein paar verrückte Hippies. Mein Vater redete ständig von unseren Feinden, wie sie nach uns suchten, wie wir uns auf sie vorbereiten müssten. Aber es kam niemand. Nie passierte etwas. Warum flohen Sie? Nie konnte ich das Gelände verlassen. Wissen Sie, wie es sich anfühlt, gefangen zu sein? Wenn da draußen eine Welt ist, die man nie sehen wird? Vermissen Sie Ihre Eltern? Nein, für mich waren das nicht meine Eltern. Sie waren meine Wächter und ich ihr Gefangener. Klingt, als wollten sie sie nur beschützen. Nach allem, was passiert ist? Ich weiß nicht. Vielleicht hatten sie recht. Sorry, ich wollte keine alten Wunden aufreißen. Schon gut. Das gibt mir was zum Nachdenken. Versuchen Sie etwas zu schlafen. Wir haben morgen einen langen Tag vor uns. Ich wäre morgen lieber länger... Nee, nicht mehr hier. Warte mal, ist die Tür da offen? Gehen Sie jetzt hin. Hallo? Zuerst habe ich noch eine kurze Frage. Ja. Wie haben die mich gefunden? Ich meine, ich war seit 10 Jahren nicht mehr in der Nähe eines Assassinen. Den Namen benutzt? Nein, vor heute noch nie. Plastikgeld? Nur Bargeld. Telefon? Wen sollte ich anrufen? Führerschein? Motorrad. Das war's wohl. Das ist die Antwort. Foto, Fingerabdrücke. Das ist ein Pharmakonzern. Was hat Abstergo mit der Führerscheinstelle zu tun? Desmond, diese Typen sind überall. Sie... tut mir leid, ich kann nicht darüber reden. Warum nicht? Rede mit mir darüber. Komm schon, du willst es auch. Tu es. Tu es. Tu es. Komm schon, tu es. Tu es. Tu es. Rede. Tu es. Oh, wir werden ein hübsches Pärchen. Tu es. Tu es. Tu es. Gar nicht müde? Gar nicht müde? Ich bin immer müde. Kann nicht reden. Hab zu tun. Guck, wie lange ich jetzt auf sie einspammen kann. Gar nicht müde? Okay. Sie sagt jetzt schon dasselbe. Na, dann gehen wir mal ins Bett, würde ich sagen, ja? Verdammt, abgeschlossen.
Weil hier sonst nichts abgeschlossen ist. Mann, Mann, ganz schön unheimlich, Doc, wenn Sie so beim Aufwachen über mir stehen. Haben Sie mich beobachtet? Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ich frage mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht so anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Ah, komm, dann schick mich in den Animus. Kann ich nochmal mit ihr labern? Alter. Die Kamera, die wächst immer mal zwischendurch nach hinten. Voll auf dem Kopf. Oder kann ich nochmal mit ihm labern? Hey. Ich hab da noch was zu sagen. Ein Stift leuchtet. In deiner Hosentasche. Oh, wer ist denn das? Sieht ein bisschen aus wie Eivor. Auf dem Monitor da bei ihm. Setzen. Setzen. Ich kann nicht mehr, Alter. Das Game hat mich jetzt schon fertig. Setzen. Mr. Miles, setzen Sie sich auf den Animus. Ich mach her. Setzen! Ist das Peak, das Game? Fortsetzen. Alter Jere. Ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen. Fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Alter, ihr, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen.
Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. So sei es. Sie wurden degradiert. Waffe verloren, Schwert. Waffe verloren, Klinge. Waffe verloren, Wurfmesser. Mach Platz. Sonst wirst du auch degradiert. Verteidigung durchbrechen verloren, also ich habe alles verloren. Kann ja gar nichts mehr. Scheiße, jetzt habe ich vergessen. Kann ich mit dem reden oder nicht? Wo will er hin? Wo will er hin? Kann ich noch mit dem Meister hier reden? Meister, noch irgendwelche letzten blauen Worte? Nö, nicht wirklich. Okay. Hüp. Ah. Aua. Hüp, hüp. Sorry. Mach doch mal Platz. Aua. Sorry. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Okay. Hey, Nomi Patri. Du kannst froh sein, dass ich nicht zugreifen darf, mein Freund. Du kannst echt froh sein. So, ich muss hier durch. Weg. Ah, fuck. Kann ich hier eigentlich hin? Was ist das denn? 6? Oh. Oh. Holy shit, warum bin ich jetzt so sauer, Alter? Sorry, ich hab ihn nur angerempelt, ich schwör's. Das war keine Absicht, ich kann nicht. Alter, da bin nur aus Versehen gegen ihn gerannt. Ja, versteckt ihn nur. Warum sind die alle so Instant-Triggered? Ah! Hä? Ich hab einfach Schaden bekommen, what? Was soll's, der Herr hat dich sowieso verflucht. Ihm wirst du nicht entkommen. Der Herr hat dich sowieso verflucht. Hahaha, Digga, ich kann nicht mehr. Wieso guckt ihr mich so an? Was heißt die 4? Ah, jetzt. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen.
Aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Den Korb vielleicht da finden. Vorsicht. Er sollte das besser lassen.